Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Wenn ihr neu seid, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und natürlich, dass ihr die Glocke aktiviert, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst, was hier erscheinen wird. Okay, Freunde, was haben wir heute wieder für neuen Blödsinn? Und zwar eine scharfe Schokolade der Firma Giorgio Ramon aus Bonn. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, den Namen. Es handelt sich hierbei um eine dunkle Schokolade, die 70% Kakaoanteil hat und gleichzeitig den California Reaper Chili enthält. Und zwar hat die knapp 1,6 Millionen Scoville, wie man hier lesen kann. Die Schokolade ist vegan und glutenfrei. Ja, das ist eine 50 Gramm Schokolade, also nicht gerade viel. Bezahlt habe ich dafür 5,70 Euro. Kann man online bestellen, überall, so um den Preis 5,20 Euro, 5,70 Euro, wie gesagt, müsst ihr mal gucken. Okay, jetzt gucken wir mal auf der Rückseite, hier geht es ja schon auf, prima. Ja, also hier hat man nochmal eine Zutatenliste, hier hinten ist eine kleine Nährwerttabelle für die Leute, die das interessiert. Hier haben wir nochmal den Schärfegrad, 10+. Und was ich auf jeden Fall auch sehr lustig fand, hier bei den Zutaten California Reaper Chili Pulver 0,3% und dahinter steht einfach nur Schmerzen. Ja, klingt vielversprechend. Okay, würde ich sagen, wir gucken uns mal die Schokolade an, wie sie aussieht. Klack, da kommt sie raus. So sieht sie verpackt aus. Dann geht's auf, hier. Dann öffnen wir mal. Ah ja, okay, interessant. Mal ein bisschen reinzoomen. Ah ja. Boah, die riecht ja ein bisschen hin. Die riecht auf jeden Fall sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier ein Stückchen ab. Und gucken mal, wie das Ganze aussieht. Okay, dann kommt jetzt der Geschmackstest. Oh ja. Okay. Boah, die geht direkt voll ab. Oh, krass. Oh ja. Oh ja. Heftig. Also wie gesagt, ich bin ja nicht der größte Schafesser. Boah. Hammerhart. Also das ist wirklich für Hartgesottene. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich die aufessen werde. Boah, Junge. Ich habe jetzt wirklich nur ein kleines Stückchen abgebissen. Wie man hier sehen kann. Boah. Oh, heftig. Puh, also das ist auf jeden Fall mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Krass, also das empfehle ich auf jeden Fall nur Leuten, die wirklich gewohnt sind, sehr scharfe Sachen zu essen. Boah, also das ist wirklich heftig, krass. Also jetzt hier so mal zum Probieren auf jeden Fall ganz lustig oder vielleicht mal als Prank oder so oder zum Verschenken oder wie auch immer. Also ich werde die auf jeden Fall nicht nochmal kaufen, weil die mir auf jeden Fall um einiges zu scharf ist. Ja, krasse Sache, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Wie gesagt, ich habe nur ein ganz kleines Stückchen abgebissen. Und das ging direkt hier nach vorne los, sage ich mal. Ja, leicht unterschätzt das Ganze auf jeden Fall. Aber krass, echt. Ja, Freunde, das war's schon wieder mit dem kleinen Video hier. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben, wie die Schokolade ist. Wie gesagt, also seid ihr Freunde des scharfen Essens, holt sie euch. Für alle, die das nicht so gewohnt sind, würde ich auf jeden Fall raten, die Finger davon zu lassen. Ziemlich heftig. Also ich trinke jetzt erstmal gleich ein Schlückchen zum Nachspülen. Alles klar, Freunde. Das war's mit dem kleinen Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Atzenberger.